Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Plugin-Vorstellung, und zwar diesmal mit dem Plugin Bannerwings. So, was macht dieses Plugin? Es fügt eurem Spieler mit einem bestimmten Kommando Flügel hinzu, wie man hier auch schon sieht. Und mit diesen Flügeln könnt ihr dann euch halt ansetzen, und wenn ihr fliegt, dann habt ihr eine Animation. So, die Kommandos darauf gehe ich in-game ein. Ihr könnt zum Beispiel auch die Wings zu Tieren geben. Dann Commands, ja, slash bwings. Konfiguriere ich dann auch auf ein. Permissions haben wir bannerwings.commands, bannerwings.entitywings, bannerwings.useAll und bannerwings.use.wingName. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ihr könnt mit einem Command, zum Beispiel den Banner, also die Flügel, Premium nennen, und dann könnt ihr zum Beispiel bannerwings.use.premium. Das heißt, der Spieler kann nur diese Wings nutzen. So, eine API gibt es auch, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. So, dann klickt ihr einfach auf Download Now. Das Plugin funktioniert für die 1.8. Und wenn ihr euch das runtergeladen habt, könnt, zieht ihr es euch auf den Desktop, so wie ich es gemacht habe. Und hier habe ich dann schon seinen Testserver vorbereitet. Und hier sehen wir auch, ich habe jetzt hier einmal alle Versionen soweit fast. Von 1.8 bis 1.8.3 bis 1.8.8. Das ist die aktuellste Version. Und dann zieht ihr die Bannerwings-Datei in euren Plugin-Ordner und startet den Server. Ich nutze jetzt die 1.8.8. Ihr könnt aber auch jede andere Minecraft-Version nutzen. Also Server-Version. So, jetzt sehen wir auch schon Loading Bannerwings, Enable Bannerwings bei Shinix. So, dann können wir wieder stoppen. Hier haben wir, sehen wir jetzt schon einen Bannerwings-Ordner. In dem Wings-Ordner ist noch nichts drin, da werden die später abgespeichert. Und hier in der Config-Datei haben wir jetzt einmal nochmal die Permissions aufgelistet. Da sehen wir auch schon Bannerwings Commands, um Banner zu erstellen. Dann, und Bannerwings.EntityWings ist, um die, ich sag mal zu Banner, um die Flügel auch an Tieren anzuwenden. Die beiden Permissions sollte man Admins geben. Aber man kann zum Beispiel diese auch dem User geben, falls man Grundstück hat und eine eigene Tiere hat, dann kann er die dort nutzen. So, und der User hat bannerwings.useAll, kann man als Permission, dann kann jeder Flügel, der erstellt wurde von einem Admin, kann er dann nutzen. Oder halt nur bannerwings.use. Und dann den Namen, dann kann er einen bestimmten nutzen. So, dann haben wir nochmal einen Hitbox-Fixer, das ist interessant. Und zwar, die Hitbox ist, wenn man eine Tastenkombination in Minecraft macht, dann ist so ein weißes Kästchen um Spieler herum. Und halt, womit man daran sieht, wo man hinschlagen kann zum Beispiel. Das kann man hier ausschalten. Halt, weil das wahrscheinlich zur Entwicklung benutzt wurde, kann man das, wenn man über der 1.8.3 einen Server hat, kann man es einfach auf True stellen und dann ist es weg. Würde ich machen, sieht besser aus. Und ist auch ja, besser für den Server. So, Play Wings Sounds when you have enabled Wings. Ist einfach nur, ob ein Sound spielt. Wenn du die Flügel aktivierst, das kann man auf True lassen. Das gleiche auch mit den Partikeln, und die Matrix ist, damit werden Daten gesammelt. Also nicht jetzt zum Beispiel irgendwelche Serverdaten, sondern einfach nur, auf welche Version läuft das Plugin, und ja, kann man auch auf True lassen. So, dann können wir die Config wieder schließen. Dann starten wir den Server wieder. Können den Ordner auch minimieren oder schließen. Und dann gehe ich jetzt einmal auf den Localhost. Also auf den Server. So, und dann sind wir auch schon hier. Jetzt können wir mit slash bwings. Sehen wir hier jetzt schon die Kommandos. Bwings create. Dann remove left ring, right ring, speed, name, speed, give und list. So, was bringen die? Create bringt einfach, damit könnt ihr ihn halt erstellen. Remove zum Entfernen left ring und right ring. Ist interessant, damit könnt ihr nämlich, ich gehe jetzt einmal kurz in Game Mode 1. Damit könnt ihr nämlich, wenn ihr welche Flügel erstellt habt, könnt ihr sie verändern. Zum Beispiel, normalerweise sind beide schwarz, ich nehme jetzt mal
Grün und Gelb. Und dann könnt ihr die Farbe verändern. Mit Speed könnt ihr die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell sie sich bewegen sollen, und die Liste zeigt aber die komplette Liste. So, als erstes B-Wings Create. Jetzt den Namen, unter dem ihr das abspeichert, zum Beispiel Test, und den Display-Namen, wie das Item ist. Ich nenne es erstmal Premium. So, da hat er die erstellt. Jetzt können wir mit slash B-Wings und dann Left Wing und dann den Namen, den ihr es abgespeichert habt. Und dabei müsst ihr den Banner, den ihr haben wollt, in der Hand halten. So, Updated Left Wing Design. So, das können wir jetzt auch mit Right Wing machen. So, haben wir das. Okay. Wir wollen natürlich den haben. Dann können wir jetzt mit slash B Wings Speed. Dann wieder Test. Und ich möchte, dass die Flügel sich schnell bewegen. Und am Ende können wir uns den geben. Zum Überprüfen würde ich nochmal slash B Wings List. Und dann sehen wir Test mit dem Namen Premium. Und dann können wir einfach slash B Wings Give und Test. So, und da haben wir schon. So, und dann können wir einfach einmal Rechtsklick und wir sehen, ich habe Flügel. Ja. Ganz einfach, ich habe Flügel. Und wenn ich mich jetzt in der Luft bin, dann bewegen die sich und fliegen so gesehen. Und es sieht auch gar nicht schlecht aus, wenn man bedenkt, dass wir das alles ohne Mods hier machen und einfach Flügel haben. So. Das funktioniert dann auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hüpfe, dann bewegen sich langsam nur. Und dann könnt ihr einfach nochmal raufklicken, um die deaktivieren. Und wenn ihr ein Tier schlagen wollt, dann gebt ihr ihm damit die Flügel. So. Jetzt könnt ihr auch nicht einfach rechtsklicken oder so machen, um die Flügel zurückzunehmen, sondern wir müssen wieder das Tier anschlagen. Und ja, das war's auch schon mit dem Plugin. Mehr gibt's dazu nicht zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euren Kommentar oder Bewertung da oder ein Plugin, was ihr euch wünscht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann tschüss, bis dahin.